Hallo und herzlich willkommen beim Videotutorial zu B-Day. Ich werde euch in den nächsten paar Minuten zeigen, wie ihr das Spiel installiert und wie eure ersten Schritte zum Schreiben eurer eigenen KI aussehen könnten. Alles, was ich euch erzähle, findet ihr auch nochmal ausführlich in schriftlicher Form auf der Wettbewerbswebsite unter dem Reiter Tutorial. Um am Wettbewerb teilzunehmen, müsst ihr als erstes das Spiel, also die auf der Website verlinkte Jar, herunterladen. Um die Jar einzubinden, klickt ihr entweder auf File New oder direkt mit der rechten Maustaste in den Workspace und wählt Neues Java-Projekt aus. Nun gebt ihr dem Ganzen noch einen Namen und bestätigt mit Enter. Um die Jar einzubinden, rechtsklickt ihr auf euer Projekt, klickt auf Properties, wählt den Reiter Libraries und klickt dann den Button Add External Jar. Nun navigiert ihr zu eurem Download-Ort, wählt die Jar aus, öffnet sie und klickt auf OK. Die Jar erscheint nun im Projekt unter Referenced Libraries. Um eine KI für das Spiel zu schreiben, klickt ihr mit der rechten Maustaste auf den Source-Ordner, wählt Mew, Class und benennt die Klasse, zum Beispiel MyAI, und bestätigt mit Enter. In der neu erstellten Klasse fügt ihr nun hinter dem Klassennamen und vor der geschweiften Klammern ein Implements iPlayer Controller hinzu. Nun fahrt ihr mit der Maus über den iPlayer Controller und klickt Import iPlayer Controller. Anschließend fahrt ihr mit der Maus über euren Klassennamen und klickt auf Add Methods. Damit habt ihr alle Methoden implementiert, die ihr mindestens für euren Bot braucht. Nun könnt ihr wirklich kreativ werden. Unter GetName könnt ihr eurem Bot einen Namen geben. Meiner heißt zum Beispiel Willy. Unter GetAuthor gebt ihr euren eigenen Namen an. In diesem Fall bin das ich. Kommen wir nun zum Kernstück eures Bots, der Think-Methode. Hier könnt ihr dem Spiel mitteilen, welche Aktion eure Biene im nächsten Game-Step ausführen soll. Ich möchte meine Biene zum Beispiel nach rechts unten fliegen lassen. Deswegen gebe ich einen New-Vektor von 1,1 an. Um zu schauen, ob die Biene wirklich das tut, was sie soll, starte ich das Spiel. Dazu wähle ich einmalig unter Reference Libraries Rechtsklick, Run as Java Application. Hier seht ihr, dass mein Bot Willy bereits ausgewählt ist. Wie ihr seht, fliegt die Biene wie erwartet nach rechts unten. Von nun an könnt ihr das Spiel ganz normal über den Run-Button starten. Einige hilfreiche Methoden findet ihr auch über die Autovervollständigung von Eclipse. Dazu gebt ihr Map-Infopunkt oder Home-Player-Infopunkt an und schaut, was Eclipse euch alles anbietet. Das war's soweit mit dieser Einleitung. Das PropWeb-Team wünscht euch viel Spaß mit B-Day und Happy Coding!